Wir sind hier in der Schweiz, im Talkessel der Schweiz. Wir haben hier nicht nur die schönste Aussicht auf den Mieten, wir haben auch die schönsten Tiere im ganzen Talkessel. Der Hof ist seit Generationen in den Händen meiner Familie. Ich konnte 2010 von meinen Eltern übernehmen, die bereits schon 1996 auf schottische Hochlandrinder umgestellt haben. Die Milchwirtschaft war dann zumal relativ schwierig. Der Milchpreis war nicht so gut. Mein Vater hat die Möglichkeit bekommen, einen Teilzeitjob anzunehmen und hat nach Alternativen gesucht, dass wir flexibler arbeiten auswärts. Hochlandrinder sind Mutterkühe. Das heisst, sie schauen von A bis Z selbstständig zu ihren Kalbern. Man muss es nicht melken, morgen und am Abend. Die Kalber saufen direkt bei der Mutter. Ja, saufen, eine Kuh sauft. Und dadurch gibt es weniger Arbeitsspitzen. Man ist zeitlich nicht so eingespannt. Man muss nicht so auf Melkzeiten schauen. Und das gibt die Flexibilität, die man braucht, zum Teil mit einem Teilzeitjob.